Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Höhlenerkundungstour. Diese Folge wollen wir mal sehen, dass wir mal irgendwie wieder an die Oberfläche geraten. Und ich hoffe, wir werden nicht verhungern. So, hier, das kommt mir schon mal bekannt vor. Oh, Eisen kann ich noch mitnehmen. Wenn ich schon dabei bin, nehme ich natürlich alles mit, was geht jetzt. Ist ja jetzt Endspurt, Leute. Jetzt geht's wieder nach oben an die Oberfläche. Langsam, aber sicher. Mit dem Arsch voll Rohstoffen. Und wir wollen mal hoffen, dass wir nicht auf dem Weg sterben. Ich meine, wir haben Diamanten dabei. Diamanten! So, schön alles mitnehmen. Nicht verkommen lassen. So, hätten wir. Oder? Ja. Oh, das sieht ein bisschen nach Granit. Wofür braucht man Granit? Ich weiß nicht, wofür das gut ist. So, lieber Eisen. Eisen ist besser. Und Kohle. Na, schön, alles mitnehmen. Dann nehme ich mir natürlich wieder irgendwas mit, was ich nicht weiß, was es ist. Ist ja alles neu, seitdem ich das letzte Mal wirklich aktiv gespielt habe. Die letzte Version war übrigens die 1.5.1. Meiner Meinung nach die beste Version. Und die mit den besten Mods. Ich meine, jetzt für die 1.8.9, die wir aktuell spielen, glaube ich, oder 1.8.8, gibt es leider nicht die Mods, die ich gerne hätte. Inventory Tweaks und so. Mode Creatures, bin ich mir gar nicht sicher, ob es das gibt, aber da werde ich mich nochmal erkundigen. Ey, wo komme ich denn? Wo kam ich denn her, sag mal? Also nach oben ist immer gut, deswegen werde ich gucken, dass ich den Wasserfall hochkomme. Und ja, ich war ja schon Eisen übersehen, ist ja nicht so wild. Genau, hier hat mich doch das Skelett letzte Folge runtergeschossen. Baue ich mir die Treppe nach oben. Und zack, haben wir schon einen gemütlichen Aufgang. So, oh. Hier geht's weiter. Hier dran erinnere ich mich, genau. Ja, da ist mein altes Zuhause. Beziehungsweise. Scheiß Skelett. Gehen wir mal gekonnt aus dem Weg. Ich nehme das Eisen noch mit. So. Und aufpassen, dass uns nichts angreift hier. Hier ist noch dunkel. Da habe ich schon was gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Stirb. Au. Ah. Gut, zum Glück wurde nichts Persönliches in die Luft gejagt. So. Chill doch mal! Ah. Ich werd von hinten genervt, also nicht wundern. Dass ich hier manchmal ein bisschen rummoser. Aber wer hat das schon gern, wenn einem dazwischen redet? So. Oben, unten, da ist noch Eisen. So, schön alles mitnehmen. Ausleuchten. Wo geht's denn hier? Ach, gut, da war ich schon. Dann weiter nach oben. Ich höre schon wieder Zombies und Skelett. Auch ne. Ich muss mich jetzt darüber bauen. Führt kein Weg drumrum. Kennt man ja. Wenn man in Höhlen ist, muss man immer alles dunkel und hell machen. Ja, sieht einladend aus. Gut, nehmen wir noch die Kohle mit. Und dann verlaufen wir es mal weiter. Auch wenn ich irgendwie den richtigen Riecher habe Richtung Ausgang. Ich spüre schon die Luft, die um meine Ohren weht. Ich glaube, das ist auch eine Mod, dass man die Luft jetzt schon spürt. So. Jetzt haben wir alles hier.
Und... Ich zieh's nach da unten. Aber ich habe nicht genug Essen dabei. Sag mal, wo komme ich jetzt eigentlich her? Ich muss hier raus. Ich finde nicht mehr raus. Da? Oder kam ich da? Nee, da. Aber da kam ich doch gerade. Ich weiß. Nee, ich bin doch von hier irgendwann mal gekommen. Irgendwie von hier und dann von da oben oder so. Huch. Irgendwo bin ich mal durch die Decke geknallt. Aber ich glaube nicht, dass es. Das sieht gut aus. Auch wieder ein Creeper an Bord. Sieht aus wie eine Schlucht. Kam ich schon hier? Nee, das kann nicht sein. Ist das ein... Nee. Oder? Nee. So, von hinten. Mutig von hinten angegriffen. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Ab in den Abgrund. Mit dir. Und ich mit mir. Nicht, dass ich noch hinterher springe. Ich würde mir zutrauen, dass ich hinterher springe. Ach du Scheiße. Ist hier ein Spawner in der Gegend? Kommt mir was. Oh Gott. Ja, schieß du mal. Du triffst mich eh nicht. Au. Ja, so viel zum Thema. So. Es geht mir aber langsam das Essen aus. Ich muss schnell hier raus. Nächstes Mal nehme ich mehr Essen mit. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Ach du. Oh wei. Eine Schlucht. Ach du Kacke. Was? Aua. Wo kommst du denn her? Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Was ist da unten nur los? Ich glaube, es ist wieder Gottesdienst. So. Das habe ich mal gut gelöst. War ich natürlich ganz alleine. Oh nein. Haha. Wo, wo, was, wie, war? Ich hab grad einen Creeper gehört. Ach da. Komm her. So. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Hoch. Ha, gekonnt. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Ich hab einen Bogen. Ach, bringt nicht viel. Ah. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir müssen echt ein neues Leben hier unten anfangen. Nur was bauen wir zu essen an? Wir essen einfach die Fledermäuse. Kann man eigentlich Fledermäuse... Wo ist die denn? Da oben. Das würde mich mal interessieren. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Haha. Nö. Nö. Schade, schade. So, machen wir alles dicht. So. Damit wir auch sicher rüberkommen. Boah, das ist ja riesenscheiße groß hier. Ja, die Musik gefällt mir sehr. Die passt. Ich wollte nach oben und nicht nach unten. Es ist ja mal wieder super gelungen. Scheiß Höhle. Oh, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ich habe doch gar kein Essen mehr. Noch drei Äpfel. Da ist was für einen hohlen Zahn. Oh Gott, oh Gott. Ne, hier komme ich nicht weiter.
Ach Mann, ich hasse es, in Höhlen rauszukommen. Das ist immer so. So anstrengend und schwierig. So. Ich glaube, von irgendwo da kam ich ursprünglich mal. So, da geht's nach oben. Auf nach oben. Und hier geht's nach unten. Auf nach unten. Oh, verdammt. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich verzweifle langsam. Da geht's auch noch nach oben. Gucke mal einer an. Zum Glück habe ich die Kohle abgebaut. Ja, ja. Kohle, die uns sowieso nie mehr ausgehen wird. Ich frage mich, wofür ich überhaupt noch mitnehmen. Einfach nur. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Ach Mann, wo geht's denn hier lang? Ne, von hier kam ich auch. Da! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Oh, ein Enderman. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Ne, den nehme ich mir auf. So, jetzt sollte ich wirklich den schnellsten Weg rausfinden, sonst sind wir im Arsch. Ich frage mich, wer auf das Wort, beziehungsweise das Wort im Arsch gekommen ist. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist, wenn der Kerl einen Regenschirm hatte? Stell dir mal vor, jemand sagt, mein Regenschirm ist im Arsch. Was kann ich mir darunter vorstellen? Hallo? Kommt man nur auf so eine dumme Gedanken? So, da hoch würde ich gerne irgendwie. Und gucken, ob es da irgendwo weitergeht. Oh, wo kam ich her, verdammt? Kam ich hierher? Da war ich schon. Manchmal muss man auch nach unten gehen, um wieder hochzukommen, aber das sieht nicht richtig aus. Mann, wieso sind Höhlen so verzweigt? Ich gehe jetzt einfach nur mal hier runter. So. Dann gehe ich mal hier lang. Hier, das hier kenne ich. Hier, das hier kenne ich. Das ist schon mal. Ist das. Ja, genau. Ich gehe nochmal hier entlang. Kann ich hier irgendwo hoch? Nee. Runter? Verdammt. Wenn wir jetzt noch eine Mine finden, dann ist endgültig vorbei. Siehst du, ich bekomme schon Sprachfehler vor lauter Aufregung hier. Also, lieber nicht so viel laufen. Wir haben nicht viel Essen dabei. Ich grab mich nicht hoch, das ist feige. Ungefährlich, was ist, wenn Lava über mir ist? Wenn ich mich hochgrabe, dann bin ich tot. Nö, 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 nö. Ich gehe auf dem ursprünglichen Weg hoch, so wie ich auch runtergekommen bin, nur ein bisschen anders. So, hier ist. War ich da schon? Ja, super. Komm. Oh. Oh, das sieht super aus. Ja, das kenne ich irgendwoher. Aber ich kenne irgendwie alles irgendwoher. Von daher gibt nichts auf mein Wort. Hoch und wieder runter. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Das gibt's doch nicht. Ich verreck hier nicht. Ich habe noch Notsachen dabei. Ich hab noch zur Not verrottetes Fleisch. Kann ich da hinten durch? Nee, nee. Ah, guck mal da. Aha. Oh. Vielleicht. Nee. Haha. Ah, was ich wieder für ein Glück hab hier. Ich glaube, ihr wisst warum.
Ich glaube, ihr habt es auch gesehen. Diejenigen, die gute Augen haben, werden das wohl gesehen haben. Scheiße, ich dachte, hier wären Diamanten. Mann! Das sah aber echt so aus, oder? Muss man doch zugeben. Ich verzweifle hier noch. Ich komme in Höhlenfieber. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich habe es. Okay, wieder zurück. Da oben. Da ist Licht. Ach, da kam ich eben her. Vor Frust nehme ich mir mein Eisen mit. Ist das Erde? Nee. Nee. Kann ja gar nicht so weit unten. Ja, kann eigentlich schon sein, aber nicht die Oberfläche. So. Ich mache 3 Kreuze, wenn ich hier rausgefunden habe. Wo bin ich eigentlich jetzt eben hergekommen? Hier, gell? Ja. Dann will ich mal wieder hier hoch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe nicht mitgezählt, ich wollte einfach nur irgendwas sagen. Na! Oh, wo kommen die immer nur her? Oh Gott. Die machen mir zu schaffen. Okay, hier war ich auch schon mal irgendwo. Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit nur hin. Ich mach's jetzt einfach, komm. Ich grab mich jetzt da hoch ein bisschen. Nimm das Eisen noch mit. Und guck, ob ich irgendwo ankomme. Ich meine, wo wir ankommen, ist egal. Hauptsache an die Oberfläche. Wir können jetzt einen Kompass basteln. So, da müssten wir Richtung Zombie kommen. Genau. Haha. So. Und weiter geht's. Ab in den Berg rein. Ey, der Zombie lebt sogar noch. So. Toll. Ich dachte, jetzt hätte ich wieder was gefunden. Oh, wo, wie kommt der denn hier hin? Ah, ich muss was essen. Unbedingt. Oh, die erste Spinne, die ich heute höre. Beziehungsweise heute und gestern. So, erstmal ein bisschen healen. 22. Ich finde hier nicht mehr raus. Das ist schon so. Und ich habe 7 Diamanten dabei. 7 Diamanten. Ich grab mich etwas hoch. Und immer weiter nach oben. Dann müssen wir auch erstmal nach Hause finden, ne? So, noch mehr verrottetes Fleisch. Davon kann man ja nie genug haben. In der Schweiz bestimmt eine Delikatesse. Erinnert mich an das Gammelfleischskandal. Na, dass die nicht mehr Minecraft gespielt haben. Oh, eine Höhle. Ich habe keine Sticks mehr. Ich habe gar nichts mehr. Doch, ich habe noch Sticks. Und nein, bitte nicht finden. Bitte finde mich nicht. Was war das denn jetzt? So, das reicht erstmal. Oh, toll. Ernsthaft? So. Hä? Okay. Nein! Oh, Herzinfarkt. Oh mein Gott. Das war scheiße knapp. Scheiße knapp. Oh mein Gott. Hallo? Spinne? Haha, du kannst mir ja nicht.
Komm doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier gerade. Okay, okay, okay. Verrottetes Fleisch. Und jetzt machen wir einen auf Rambo. Ich komm, der haut ab. Ja, scheiße. Scheiße. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Boah, von dem verrotteten Fleisch ist man auch nur am Futtern. Nur. Oh, wo bin ich hier schon wieder gelandet? Ach, ich bin wieder... Hallo? Na, bist du am Abhängen? So. So. Aber langsam finden wir doch den Weg nach oben. Das lobe ich mir doch mal. Langsam aber sicher. Und nur noch 3 verrottetes Fleisch. Ich glaube, wir werden sterben, Leute. Oder diese Sache eiskalt knapp überleben. Ich scheiß jetzt auch mal auf die Rohstoffe. Und suche einfach nur einen Weg nach oben. Ich glaube mal hier weiter. Auch wenn ich das eigentlich nicht wollte, aber ich habe leider zu wenig Essen dabei. Dann bin ich gezwungen, diese Schandtat zu tun. Kacke. Hauptsache, wir kommen wieder nach oben mit diesen Rohstoffen, die ich bei mir führe. Wofür ich übrigens auch einen Waffenschein habe, ja. Ist das Erde? Nee. So tief können wir doch gar nicht sein. Wie tief sind wir? Ja, ist noch ein bisschen. Wie tief sind wir nur gesunken? So. Ich glaube, ich höre schon die Hühner gackern. Ich habe Halluzinationen. Ich leide unter Futtermangel. Unter Luftmangel. Ich leide generell unter Mangel. Höhlenkollaps. Gut. Das kann sich jetzt noch um 2-3 Völkchen handeln hier. Bis wir dann mal wieder irgendwas finden. Aber auch das, meine lieben Freunde, kriegen wir hin. So. Ich grab nicht nach unten. Oh, du Dämmel. Ich weiß doch wohl, wohin ich grabe. Oh wei, oh wei. Und weiter und weiter. Ja! Wir sind an der Oberfläche! Ja! Nein! Wir sind auf dem Berg! Wie kann das denn kommen? Aber das sind Hühner. Die schnappen wir uns gleich mal. Futter, 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 Futter. Wofür wir keinen Platz haben. Komm, ein Eichenholz. Hab ich jetzt. Feder. So, Futter. Futter. Was ist das denn? Achso, ein Ei. Ach ja, guck mal da hinten. So, was? Da fliegen Blöcke. Futter, 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 Futter. Hm? Ach was. Du hast 2 Eier. Ja. Brauchst keine Eier mehr. Gut. Es wird auch langsam dunkel. Das heißt, wir verziehen uns erstmal und sortieren und schmelzen alles ein. Und go. So, da wären wir. Wir haben es geschafft, meine lieben Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. Und wir haben den Arsch voll Rohstoffe. Ich sortiere das noch gerade ein. Obsidian, wir können uns ein Portal bauen. Super, super, super.
und haufenweise Kohle. Eine Enderperle, auch gut. Smaragde und die Diamanten. Komm, nehmen ob sie denn. Lapis Lazuli, eher unwichtig erstmal. Redstone, auch eigentlich eher unwichtig erstmal. Sowieso unwichtig. Gut, dann verabschiede ich mich von dieser Folge und sage bis dahin. Ciao.